Ja, da wären wir auch schon wieder. Inzwischen bei Version 1.1. Mal gucken, was sich da alles getan hat. Ich glaube, das letzte Mal waren wir noch bei 1.05 oder 1.06. Klingt soweit also sehr gut. Auch, dass geplante neue Kampagnen dazukommen und ganze neue Orden und was weiß ich. Bin auf jeden Fall gespannt. Aber wir müssen ja erstmal noch die alte Kampagne durchspielen. Hm? Also, Sin of Damnation. Defend. Verteidige die Pumpstation, während es die Genestealer Bruträume mit tödlichem Gas flutet. Okay. Toxin is being pumped into the chambers holding many of the enemy, but the pumping station remains vulnerable. Until the toxin can build sufficient concentration, the survivors of squads Gideon and Lorenzo must be our shield from the enemy. Be strong in arm and spirit, and let no enemy pass. Sergeant of the squad, accept your orders. Two squads are at your command. You will deploy your Terminators here. Multiple Genestealer signatures detected in these areas. So unstable is the pumping system that no heavy weapons fire can be allowed in its vicinity. Also kein schwere Waffenfeuer. Ein Stormbolter, ist das eine schwere Waffe? Ansichtssache, würde ich sagen. Mensch kann das Ding nicht mehr halten. Aber ja, wir sollen hier drin nicht schießen. Wir sollen alle Genestealer umbringen. Ja. Okay. Schön viele lange Korridore. Sehr viele Eingänge. Und wir müssen unsere Trupps aufteilen. Also Squad Lorenzo soll in der Nähe der Pumpstation aufgestellt werden. Also wahrscheinlich hier und hier. Und Squad Gideon da und da. Das heißt, Gideon wird sich gleich zurückziehen. Die... Ja... Wird auf jeden Fall interessant. Gucken wir mal, wie lange die Ladezeit diesmal ist. Force Barrier können einen Teil blockieren. Ja, das stimmt. Und das ist irre praktisch. Hoffen wir mal, dass wir den Librarian jetzt auch haben. Weil damit könnten wir es uns ganz einfach machen. Wir blockieren einfach einen der Hauptknotenpunkte für 10 Runden oder so, töten die eine Hälfte der Genestealer und töten dann die andere Hälfte. Oh ja, hört sich immer alles einfach an und am Ende läuft es dann ganz schief. Weil wir irgendwelche Hammer-Terminatoren haben oder Clown-Terminatoren, die dann one-hitted werden. Was nicht so schön ist. Na gut, ich höre jetzt schon die Level-Audios. Das heißt, wir dürften gleich spielen können. Also anscheinend dieses richtig lange Warten auf diesem Bildschirm gab es in den ersten Versionen. Das hatten wir jetzt ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Das ist schon ein paar Folgen. Was aber auch ganz gut ist. Das finde ich doch ein bisschen störend, weil das ist ja nicht so viel an Daten, das eigentlich geladen werden müsste. Oder es hätte im Hintergrund schon geladen werden können. Aber ja. Da oben ist die Pumpstation. Genau, die zwei Teile da. Squad Lorenzo können wir nur hier oben deployen. Also ja, ich würde sagen, einer hier, der nach da guckt. Einer da, der nach da guckt. Alle Türen aufmachen und gib ihm. Problem ist nur, wir haben wieder einen Flammenwerfer und einen Clown-Terminator. Also ja, du stell dich mal dahin, wenn du die Tür aufmachen kannst. Du stell dich mal dahin. Du dahin. Flammenwerfer. Aber von oben kommen wahrscheinlich mehr, ne? Das heißt, du mal weg, Flammenwerfer nach oben. Du dahin. Was zur Hölle macht der Clown-Terminator? Den könnten wir hier hinstellen. Ja, warte mal, du. Flammenwerfer dahin, Clown-Terminator dahin. Der Clown-Terminator läuft gleich hier lang, stellt sich dahin, dreht sich nach da und geht in Defend. Jede Runde. Die zwei decken den Bereich, die zwei decken den Bereich. Und falls irgendeiner doch vorbeihuschen kann, ist immer noch der Clown-Terminator hier, um das Ganze zu blocken. Das klingt soweit gut. Okay, Squad Gideon. Du hast den Hammer-Terminator. Du hast die Assault Cannon. Und zwei mit dem Stormbolter.
ihr solltet euch gleich zurückziehen. Das heißt... Ich lasse den Hammer-Turner schon mal hinten. Die Soul Cannon geht hier hin. Und geht dann in die Richtung. Du stellst dich hier hin, deckst nach da und du gehst schon mal in die Richtung. Das schaut gut aus. Alle fertig? Alle fertig. Okay, deploy. Awaiting your command. Alle da, wo sie sein sollen. Und nur ein CB. Nee, nee. Zwei. Sehr schön. Also du, dreh dich. Öffne Tür. Und geh in Overwatch. Du stehst dezent falsch rum. Aber ist egal, diese Runde kann ja eh noch nichts hin. Das heißt, du gehst nicht in Overwatch. Du drehst dich nach da. Machst auf. Gehst in Overwatch, weil da kann gleich was rauskommen. Du gehst ein Feld. Das klingt jetzt irgendwie nicht so viel. Und du gehst da, wo er gerade noch stand. Warum gehst du nicht weiter? Oh, man kann die Türen jetzt nicht mehr automatisch öffnen durch das Durchgehen. Das. Da ist irgendwas komisch. Ich kann ihn nicht mehr bewegen. Okay. Sehr komisch. So, die drei sind fertig. Die zwei sind fertig. Squad Gideon, du machst die Tür auf. Geh in Overwatch. Du da lang. Tür auf. Du. Tür auf. Du bist der Hammer-Typ, ne? Ja. Gehst in Defend-Modus. Du. Machst dich auf den Weg dahin. Wir haben jetzt zwei Punkte. Rauchen wir die? Wenn ein Blip auftaucht, kann er in derselben Runde sich auch bewegen? Ja, ich glaube schon. Dann behalten wir die als Ladehemmung-Entferner. Immer noch Punkte über. Flammenwerfer da oben kann nichts machen. Du willst nichts machen. Der Rest dümpelt auch nur so rum. Du könntest vorwärts gehen. Ja, geh mal vorwärts. Taking position. Dann sind wir fertig. Ja, Blip taucht auf. Blip, 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 blip. Der bewegt sich gleich. Da war gerade irgendwas anders. Also mit der Platzierung der Blips. Das sah anders aus als in den letzten Folgen. Aber was genau, kann ich auch nicht mehr sagen. Und haben die schon immer so gezüngelt? Ist, okay. Nicht drauf achten, was sie mit ihrer Zunge machen. Einfach drauf schießen. Ja, sehr schön, viele Command Points. So. Du geh mal einen Schritt zurück. Gehst in Overwatch. Du gehst auch mal einen Schritt zurück. Gehst in Gartenmodus. Du gehst einfach nur weg. Du gehst auch einfach nur weg. Ihr macht beide gleich die Türen auf. Und dann sollen beide nach unten gucken. Das halte ich doch irgendwie für Verschwendung. Eigentlich würde es reichen, wenn einer von denen hier stehen würde und den ganzen Korridor abdeckt. Das müssen wir noch überlegen. Aber erstmal Türen auf, damit wir durchschießen können, Notfall. So, du auf. Du auf. Du hast freie Sicht. Schießt deswegen einfach zweimal. Triffst natürlich nicht. Gehst in Overwatch. Du solltest mal ein bisschen Platz machen. Yes, brother. Moving. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blipsprung 7. Nö, die können uns nichts. Du dreh dich mal nach da. Und benutzt mal einen Command-Punkt zum Vorwärtsgehen, nur so für den Fall.
falls ich da irgendwas falsch verstanden habe. So. Du gehst einfach hier in Overwatch. Du gehst rückwärts. Und Overwatch. Damit er später dahin gehen kann und er weiter zurück. Dass sie ein bisschen mehr Platz vor sich haben. So, Gideon ist fertig. Lorenzo. Flammenwerfer. Du machst gar nichts. Du wartest, bis hier schön viele Jeans-Dealer auftauchen und flambierst dann. Und du bist schon Overwatch. 3 Punkte. Die behalte ich, glaube ich, auch mal. Und ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele Jeans-Dealer ich eigentlich umbringen soll. We have contact. Nur einmal geschossen. Ja, schon besser. Zing. Trampel gleich auf seinen toten Kameraden. Noch nicht schlecht. Waren das jetzt 3 Blips oder ein Blip, wo ein Dreier drin war? Nicht alle wurden gezeigt. Minus 1 CP. Minus 2 CP. Da sind ganz schön viele. Bitte mir gut CP. 1. Das ist schon besser. So, du machst einen Schritt zurück. Gehst mal Overwatch. Das Overwatch hätte sich sparen können. Weil er wird sich gleich im Weg stellen. Obwohl, ich kann ihn nochmal rückwärts laufen lassen. Genug CP haben wir ja. Brauchen wir die woanders? Nö, brauchen wir nicht woanders. Du, nochmal zurück. Und ein Overwatch. So. Du dahin so drehen. Und für zigtausend Runden in Guard-Modus gehen. Und wir sollen 82 noch umbringen. Wow. Okay. Das könnte interessant werden. Du. Ne, erstmal du. Du musst brennen. Und zwar so. Schon hat er nur 5 Schuss. Du rückwärts. Overwatch. Gideon. Ja, das hier finde ich nicht so schön. Aber er hat jetzt 3-mal die Möglichkeit zu schießen. Das muss klappen. Selbst wenn es 3-mal Ladehemmungen sind, haben wir genug Punkte. Also, Hammer Terminator. Ich mag den echt nicht. Wo stellen wir dich hin, verdammt? Ich glaube einfach da in die Mitte. Und dann dreht er sich so um, dass er jeweils in die Richtung von den spawnenden Gegnern zeigt. Wir sehen hier mal eine Runde vorher, wo die spawnen. Dementsprechend dreht er sich entweder nach da oder nach da. So, das heißt, er hier könnte sich eigentlich auch zurückziehen. Und zwar dahin. Und dann kann er später, wenn wir genug Punkte über haben und genug Runden, dann kann er sich von da nach da zurückziehen. Und dann schießen welche von hier den langen Gang runter. Apropos langen Gang. Du geh bitte den langen Gang lang. Du auch. Und dann sind wir durch. Jo, hier unten kann nichts passieren. Hier könnte ganz unwahrscheinlich was passieren. Da kommt niemand durch. Theoretisch könnte der hier einmal verfehlen. Und dann läuft er dahin und greift ihn hier an. Dann gucken wir mal, wo unser Würfelglück ist. Aber ich denke mal, das passt soweit alles. Komm schon, ich will gucken.
macht. Ist schon mal nur eine, das ist gut. Schon nur noch 2 CP. Sehr gut. Er ist nicht mehr in Gefahr. 1 CP.